Als erwartetsten Erweiterung der diesjährigen Spiel. Und zwar reden wir von German Railroads, die Erweiterung zu Russian Railroads. Genau. Immer noch für 2 bis 4 Spieler, ab 12 Jahren circa 120 Minuten. Und natürlich braucht man Russian Railroads, um zu spielen. Das ist richtig. Was passiert jetzt hier konkret? Im Prinzip ist es, wer Russian Railroads kennt, weiß, dass das Prinzip von dem Spiel sich eigentlich primär auf dem eigenen Tableau abspielt. Und deswegen gibt es jetzt komplett neue Tableaus. Genau, neue Tableaus. Damit muss man seine Strategie nochmal überdenken. Wir haben ein paar Kritikpunkte natürlich versucht zu lösen. Mhm. Und eine Sache ist so ziemlich gut möglich. Die Variabilität war einer der größten Kritikpunkte an Russian Railroads, weil tatsächlich ja nur die, also intern führen wir 4 Strategien, die wir für möglich halten, auf. Das hat sich jetzt nochmal deutlich geändert, und zwar haben wir auf dem Tableau hier leere Felder quasi. Und die hier zeigen, da kommt ja, noch ein bisschen besser los hier, ja. Gerne. Wir haben hier leere Felder, also die sieht man hier mit so einem Strich. Würzburg und Frankfurt ist noch nichts los. Genau, die sind leider noch nicht erschlossen. Hier in Nürnberg führt, geht es nach Würzburg, dann nach Frankfurt, bis dann schließlich in Essen landet natürlich. Natürlich. Wo soll man auch sonst hinwollen? Nur deswegen wurde ja die Eisenbahn überhaupt erfunden. Eben, genau, damit man für die Spiele nach Hause kann. Natürlich, das macht Sinn, ja, die Tonnen Spiel, die jedes Jahr hintransportiert werden. Wenn man mit seinem schwarzen Gleis da drauf kommt, dann darf man sich aus einem Vorrat hier, dieser Teil, darf man sich eins aussuchen und dort hinlegen. Wer zuerst das erreicht, darf zuerst aussuchen, hat also damit die größere Auswahl und kann seine Strategie vielleicht besser planen. Der andere sagt, es reicht mir aber auch, irgendeins zu nehmen. Und das gibt es halt für jeden dieser Slots gibt es eine Größe und jeweils 6 Teile. Das heißt, man kann durchaus einiges kombinieren hier. Und mehr also Varianten. Genau, du kannst einfach mal die beiden zusammen probieren, die drei irgendwie kombinieren. Und ja, es gibt schon Dinge, die schließen sich relativ bald, dass die zusammenpassen. Aber ja, so hast du ein bisschen mit drin. Neue Ingenieure. Klar, es gibt noch ein bisschen neues Kleinzeug. Eine ganz quasi neue. Genau, das ist das zweite Modul. Das ist das zweite Modul, was drin ist. Das ist die Kohleerweiterung. Mhm. Da haben wir hier Loren, und mit diesen Loren kann man zum einen Gießereien erwerben. Das sind diese Teile hier. Die sind an sich schon mal ganz recht knackig. Und okay, das wiederum ist die Solo-Version, die du gerade gezeigt hast. Die Solo-Version hat mit der Kohle überhaupt nichts zu tun. Du kannst die Kohle, also die kannst auch mit Kohle, ja, das aber alles klar. Tatsächlich das neue Fragezeichen. Es gibt auch noch neue Fragezeichenkarten. Ah ja, alles klar. Okay. Allerdings der Rest ist die Solo-Variante, die auch mit der Kohleerweiterung dann gespielt werden kann. Das steht 2 bis 4, das ist da gar nicht korrekt. Das ist ja 1 bis 4 drauf. Psst. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Mist, ja. Okay, danke. Bitte. Können wir uns darum kümmern, dass das vielleicht in der nächsten Auflage geändert wird, die ziemlich sicher kommen wird, weil die Erweiterung wird uns hier aus den Händen gerissen, schönerweise. Also ist ja auch also ein fantastisches Spiel. Ja. Und die Kohleerweiterung nochmal ganz kurz, die hat relativ wenig Regeln. Also ich erwerbe diese Plättchen hier, kann damit dann tolle Aktionen ausführen. Wenn ich sie genutzt habe, habe ich die Möglichkeit, sie umzudrehen, habe dann ein +1. Und das wiederum kann ich auf Fabriken und Züge legen, Loks legen und die damit verbessern. Und wer das Spiel kennt, weiß, dass der Unterschied zwischen einer 3er und einer 4er Lok durchaus recht entscheidend sein kann. Ja. Und damit kann ich hier auch Systeme auflockern, die vielleicht sich vorher eingespielt haben. Nachträglich nochmal eine Lok auf. Genau, ja. Ist jetzt relativ wenig Regeln, hat aber einen massiven Einfluss auf das Spiel, weil sich einfach das gesamte Spielgefüge durch diese Stärken hier ändert. Und wenn man weiß, man in der ersten Runde was bekommt und die Maschinerie gut ölt, dann kann sich das ja durchaus heftig auswirken. Daher empfehlen wir auch nicht, beide Module sofort miteinander zu spielen, sondern erst das den deutschen Plan. Neue Tableau mal anzugucken, genau, und dann die Kohleerweiterung im alten Spiel zu spielen und dann erst miteinander zu kombinieren, weil sonst sind auch die härtesten Spieler stößen da an ihre Grenzen. Also wir haben da leider bei uns auch die Erfahrung gemacht, dass das schon, es ist dann überfordernd. Hunter wird vermutlich trotzdem alles auf einmal spielen wollen. Ja. Guckt, das sieht man schon. Schmunzeln. Kann er in der Solo-Variante machen. Das ja, genau. Was für die Solo-Variante? Und dann kannst du mir das in Ruhe erklären. Genau. Nee, ansonsten gibt es natürlich noch Kleinzeug wie andere Fragezeichen und neue Ingenieure. Genau. Super. Also ist einiges drin auch.